Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 9. So, wir sind hier auf der Aussichtsplatte, kann das sein? Bergpfad, okay, auch gut. Dann sind wir halt eben auf dem Bergpfad. Kann ich hier was aufsammeln, einsammeln? Nein, aber wir bestreiten unseren ersten Zufallskampf. Finde ich gut, denn wir haben in der letzten Folge wenig gekämpft. Sehr wenig gekämpft hatten wir in der letzten Folge. Deshalb habe ich in dieser Folge sehr viel Lust zu kämpfen. So, sieh dann, auch du darfst dann angreifen. Und Quina, du darfst mal versuchen, Garuda zu fressen. Ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge schon versucht hatten, probiert hatten, keine Ahnung. Mal gucken, ob er Quina schmeckt. So, okay, ihr dürft jetzt aufhören. Quina, guten Appetit. Muss schwächer werden, okay. Dann Freya darf dann angreifen und sie dann, du darfst dann klauen. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du ihn vernichten wirst. Das wollen wir ja vermeiden. So, Freya, mach du aber bitte zart. Ah, dachte ich mir schon. Aber okay. Ich denke nicht, dass wir ihn hätten fressen können. Dass Quina hätte ihn fressen können. Und, passiert hier was? Freya auf Level 36. Oh Gott, Vivi ist auf 28. Achso, ich wollte gucken, ob wir was aufsammeln können. Aber dem ist nicht so. Auf dem Bergpfad gibt es nichts aufzusammeln, aber einen weiteren Kampf zu bestreiten. Und wir haben hier wen? Oh, wir haben zwei Garuda. Hallo. So, dann kann Quina ja jetzt einen von euch essen. So, Freya. Ja, das ist gut. Dann müsst ihr ja jetzt Quina in der Lage sein, ihn zu essen. Ungenießbar. Okay, es schmeckt nicht. Alles klar, haben wir verstanden. Ja, mit den ganzen Federn und so. Ich weiß auch nicht, ob der so lecker wäre. Mir wird der... Ha! Ich habe aus meinem Fehler, also aus der letzten Folge gelernt, mein Freund. Hier haben überwiegend, ich glaube nur 3 Stück haben hier diesen Stoppschutz. Adrenalin, genau, so war das. Ability Adrenalin angelegt. So, sieh dann, du müsstest jetzt eigentlich... Okay, dann Freya. Nice. Wer lernt denn eigentlich gerade immer Hast? Oh, Komet, Wasser, Dragogramm gelernt. Sehr gut. Das passt ja, denn ich wollte eh ins Menü. Aber ich möchte erstmal wissen, ich glaube, Quina ist das gerade am Lernen. Kann das sein? Wer lernt denn gerade immer Hast? Oh, sag mir nicht, das war Mahagon. Oh nein. Das wird doch nicht Mahagon gewesen sein, oder? Ich werde das jetzt mal gerade ausprobieren. Ich meine, das waren diese Stiefel, oder? Nein, sieht schlecht aus. Oh, Mahagon wird die Stiefel vermutlich benutzen. Okay. Gut, ist jetzt nicht anders. Aber ich fange jetzt erstmal hier an. So, haben wir eigentlich eine neue Waffe? Ich habe doch auch Sachen gekauft in der letzten Folge. Hab da aber auch niemandem was ausgerüstet. Mit Trailarmreif. Haben wir vielleicht was anderes für unseren Zidane? Nee, ne? Schade. Federstiefel. Okay, kann ich dir da was anderes geben? Auch nicht. Okay. So, Vivi. Ich glaube, für dich hätte ich noch einen weiteren Stock, um Meteor und Esprit zu lernen. Die Kapuze brauchen wir noch. Haben wir einen anderen Armreif für dich? Nein, haben wir nicht. Vivi, sei mir mal nicht böse.
Aber ich werde dir einen anderen Armreif anlegen. Ich gebe dir einfach mal den Chimärenreif. Geierkittel, alles klar. Susi dann. Wie sieht's aus mit Caymans Armreif? Ah, okay, hast du alles schon gelernt. Okay, gut. Dann machen wir mit Freya weiter. Ich glaube, ich habe einen Speer für dich. Drachenviper kann gelernt werden. Okay. Durch sein großes Gewicht besitzt er eine besondere hohe Durchschlagskraft. Er teilt Zustandsveränderung. Stopp! Aha! Jetzt sind wir dran. Okay, dann muss ich hier unbedingt Hau den Lukas anlegen. Spangenhelm. Habe ich da noch was anderes für dich? Nein. Edelfäustling, auch hier nichts. Wie sieht's mit der Rüstung aus? Nö. Fußkette, Konter wird noch gelernt. So, Quina. Ich glaube, Quina konnte auch nichts Neues lernen. Ich konnte ihm nichts mehr anlegen. Okay, und die Bistrogabel ist klar. Okay, so, dann wollte ich aber Freya noch Hau den Lukas anlegen. Ich glaube, das war Hau den Lukas. Erteilt Zustandsveränderungen, falls die Waffe solche Eigenschaften trägt. Ja, diese Waffe trägt diese Eigenschaft. Stopp. Und das würde ich gerne benutzen. Es werde Licht, werde ich dann wegnehmen. Hau den Lukas. Oh, ich habe noch 2 Punkte. Ja, die werde ich dann mal nicht verbraten. Quina hat 4. Aha. Was kann denn deine Bistrogabel eigentlich? Da möchte ich mal gerade noch schnell gucken. Zustandsveränderung Schlaf. Okay, ja, das ist nicht so prickelnd. Stattdessen Thermometer. Verhindert Frost. Ja. Verhindert Schweigen. Okay, dann werde ich dir das ausrüsten, damit du weiterhin in der Lage bist, deine Blaumagie einzusetzen. Vulkanguruk. Wir sind da. Ich glaube, links war eine Sackgasse. Kann das sein? Ich werde erstmal nach links gehen. So. Gibt's hier? Oh, hier ist was zum Einsammeln. Was haben wir? Wow, 9693 Gil. Yay. Hätte ich die vorher gehabt, dann hätte ich noch bei dem Händler mir noch einiges was an Waffen kaufen können. Einiges was, alles klar. Anschlag. Damit der Brunnen benutzt werden kann, muss erst der Schalter nach unten gelegt werden. Tura vom Volk der Talpaner. Talpaner? Okay. Oh nein, 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 nein. Ich wollte eigentlich die Leiter hochklettern. Sieh dann, du darfst gerne hoch. So, kann man hier auch noch was aufsammeln, einsammeln? Oh, hier ist was. Ein Äther. Yay. Wir haben ein Äther. Komme ich hier eigentlich lang? Nee, ne? Sieht nur so aus. Okay. Ah, was haben wir hier? Ein Rotkäppchen. Okay, kann ich das jemandem anlegen? Ein Rotkäppchen? Nein, Bodyguard. Ich glaube nicht. Nein. Und Quina auch nicht, oder? Nee, hätte mich auch gewundert. Gut, dann klettern wir nochmal hoch. Und hier klettern wir dann nochmal runter. So, und gehen wir mal ins nächste Gebäude. Ha? Was passiert hier? Hier ist doch die Musik leiser geworden. Ich hätte mich fast erschrocken. Aber nur fast. Soll ich jetzt nochmal zurücklaufen? Ich glaube, dann passiert aber nichts. Ich werde jetzt erstmal hier durchgehen. Was war das? Ah. Okay. So. Dann würde ich sagen, laufe ich jetzt rechts.
Vielleicht sehe ich ja jetzt dann. Kann ich hier rein? Ein Mokri. Okay. Dann gehe ich doch erstmal in das andere Haus. Oh, hier ist eine Kiste. Dämonharnisch erhalten. Ich glaube, den besitzen wir bereits. Das wäre, glaube ich, was für Freya. Dämonharnisch, genau, besitzen wir. Das war's? Sonst kann ich hier nichts mehr aufsammeln. Was ist das? Anschlag. Erst als ich den Schalter dreimal bediente, tat sich etwas. Theo vom Volk der Talpana. Okay, also der Schalter nach unten, aber erst beim dritten Mal hat sich was getan. Also muss ich den Schalter dreimal nach unten legen? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich denke, so wird es gewesen sein. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein zu dem Mokri. Ich glaube, ich habe einen Brief für dich. Kann das sein? Mondo. Mognet? In letzter Zeit bekomme ich überhaupt keine Briefe mehr, Kubo. Okay, Mokshop, was hast du denn mir da so anzubieten? Okay, nichts Besonderes. Nein, ich möchte nichts, Dankeschön. Ah, so kommen wir in dieses Gebäude. Und ich wette mit euch, hier bekommen wir gleich Besuch. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe mich nur ein ganz kleines bisschen erschrocken. Wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich mich wahrscheinlich tierisch erschrocken. So, hallo. Wie stark bist du? Wie heißt du? Feuerdrache. Okay. Dann werde ich dich als erstes mal bestehlen. Vivi. Ach nein, Vivi ist gar nicht dran. Zelt geklaut, okay. Dann werden wir ihn angreifen. Sag mal, kann ich ihn fressen? Ich werde ihn einfach nochmal bestehlen. Denn ich weiß, irgendwas Besonderes war mit diesem Gegner. Jetzt weiß ich nicht, ob ich was von ihm klauen konnte oder ob ich ihn fressen... Ah, ja. Ja, ich glaube, ich muss ihn fressen, um genau das hier zu lernen. Würde ich doch mal stark vermuten. Diebstahl fehlgeschlagen. Hier ist eine Phönixfeder für Vivi. Greif du ihn an. Zieh dann, du wirst weiterhin versuchen, ihn zu bestehlen. Sturzflug. Okay. Ah, Diebstahl fehlgeschlagen. Achso, ich wollte doch versuchen, ihn in den Gemachtzustand zu versetzen. Die Vakuumwelle ist nicht gut, das geht auf alle. Und Vivi ist dann kampfunfähig. Nicht gut. Quena, du darfst fressen. Sieh dann, du wirst eine Phönixfeder für Vivi benutzen. Und Freya, du wirst eine High Potion benutzen für Vivi. Muss schwächer werden. Ja, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Falls man ihn überhaupt fressen kann. Ich weiß das gar nicht mehr so. Vakuumwelle. Nicht gut. Sehr schön. Toll. Yay, immerhin ist die High Potion nicht verloren gegangen. Und sie dann hat sie erhalten. So, dann probieren wir das Ganze noch einmal. Bitte wirf aber diese High Potion Tornado. Ja, du wirst dann die High Potion wieder zu Sidan rüberwerfen. Oder zu niemandem rüberwerfen. Ja, das ist auch toll. Okay. Ich werde ihn vernichten müssen. Sturzflug. Endlich mal was anderes. Hier ist ein Elixier für dich, Vivi. Dann benutzen wir eine Phönixfeder für Quina. Bitte setz nochmal deinen Sturzflug ein, ja? Sei so nett. Damit Quina die Chance hat, auch zu überleben. Ja, aber nicht so! Ha! Verfehlt! Sehr gut.
Dann benutzt du bitte eine Phönixfeder für Freya und Vivi benutzt eine High Potion für Freya. Freya kann ich aber dann erst auswählen, wenn sie wieder... Super. Okay, dann benutzen wir... Nein! Okay, wir benutzen dann eine weitere Phönixfeder für Freya. So, und Quina, du benutzt deine Blaumagie, deinen Himmelswind. Hier haben wir Himmelswind. Sehr gut. Okay. Okay. Phönixfeder? So, Quina, und jetzt schnell dein Himmelswind. Vivi, du zauberst jetzt Gemach. Und Freya benutzt den Regener-Zauber. Okay. Tornado. Hoffentlich überleben das alle. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Oh. Sieh dann, mach ihn fertig. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wir treffen ihn ja später noch einmal. Was? Ist das dein Ernst? Oh Gott. Okay, ich benutze dann jetzt nochmal eine Phönixfeder. In der Hoffnung, dass er dann gleich Sturzflug einsetzt. Na komm schon. Ist ja klar, ey. Warum muss man Tornado einsetzen, wenn nur zwei Leute auf dem Feld sind? Dann wollen wir mal. Kampf Nummer 2. Und dieses Mal wirst du das nicht überleben, das verspreche ich dir. Mein kleiner Feuerdrache. Du wirst in dieser Runde nicht so weit kommen wie in der letzten. So, okay, Quina. Denn hier, meine Charaktere sind auch nicht geheilt. Das ist mir allerdings zu spät aufgefallen. Setz mal Himmelswind ein. Und das Ganze ein bisschen zügiger, dankeschön. So, Clown. Vivi, du zauberst bitte mit Gemach. Und Freya, wir brauchen deinen Regener-Effekt. Sehr gut, Zelt ist geklaut. Sturzflug, kein Problem. So, dann benutzen wir die Totalabwehr von Quina. Ha! Es hat funktioniert, er ist im Gemachzustand. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier auch noch einen Regener-Effekt. So, Vivi, du darfst dann mit Feuer zaubern. Jetzt kommt unsere Totalabwehr. Okay. Und ihr dürft dann jetzt alle angreifen und loslegen. Vakuumwelle. Wollen wir hoffen, dass die nicht so stark ist, diese Welle. Diebstahl fehlgeschlagen. Ich würde gerne wissen, welches Item du noch mit dir mitführst, das du mir nicht geben möchtest. Okay, Feuer ist vermutlich hier nicht der beste Zauber. Nein! 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 Ja, so wollte ich aber auch nicht gewinnen. So, noch ein drittes Mal. Es tut mir leid, ich konnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, diesen Kampf so zu gewinnen. Denn ich möchte ja erstens mal versuchen, ihn zu fressen. Und möchte noch weitere Items von ihm klauen. Und ich weiß, dass wir diesen Gegner noch einmal bekämpfen werden. Aber mag so nicht spielen, es tut mir leid. Ich wollte jetzt nicht gewinnen, nur wegen diesem Stoppeffekt. Ich benutze als erstes mal die Totalabwehr. Himmelswind brauche ich nicht einzusetzen vorerst, da ich, bevor ich diesen Kampf bestritten habe, mich hochgeheilt habe. So, gemacht. Und ich habe den Hau den Lukas-Effekt von Freya entfernt. Also das wird so schnell nicht wieder passieren.
Okay. So, Sidan, du klaust weiterhin. Freya, du darfst dann jetzt deinen Himmelswind einsetzen. Jawohl, und er ist im Gemachtzustand. Sehr gut. Himmelswind haben wir hier. So. Ich hatte festgestellt, dass Feuer nicht allzu viel bringt. Also probieren wir es mal mit Eis. So, hier kommt die Vakuumwelle. Quina. Überlebt das Ganze. Sehr gut. So, Freya, dann spring du mal nach oben. Sidan, du wirst weiterhin versuchen zu klauen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Eis austeilt. Oder Eisra. Oh, einiges mehr als Feuer. Quina? Diebstahl fehlgeschlagen, das gibt es doch nicht. Quina, du wirst mal deinen normalen Angriff durchführen. Und bei dir bleibt es bei Eis. Ra. Sidan, du wirst trotzdem noch klauen. Okay, jetzt muss ich langsam machen. Quina soll versuchen, ihn zu fressen. Deshalb. Ich glaube, der Regner-Effekt ist vorüber. Quina, fress du mal. Äther geklaut. Okay. Das zweite Item war ein Äther. So, führt er noch ein drittes mit sich? Oh oh, das ist nicht gut. Vor allem möchte ich den Kampf nicht so gewinnen. Weil Vivi ansonsten keine Erfahrungspunkte erhält. Und gerade er hat sie bitter nötig. Nein! Okay, gut. Es ist gut. Ich habe Tornado gelernt. Ja, und... Aber Vivi bekommt jetzt keine Erfahrungspunkte. Aber gut. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, lieber gewinne ich einen Kampf so, als mit einem Stopp-Effekt. Und dann, ich dachte auch erst im ersten Moment so, oh, okay, cool, er ist im Stopp-Zustand und ich kann ihn jetzt beklauen. Und dann kam dann auf einmal die Victory-Melodie. Und dann dachte ich so, ja, na super. Gut, aber alles nochmal gut gegangen. War jetzt halt ein bisschen mehr Arbeit für mich, aber das nehme ich gerne in Kauf. So, und einiges an Moneten haben wir auch zusammen. So, dann sollte ich jetzt unbedingt meinen Vivi wieder heilen. Und hier mal meine High Potion benutzen. Dafür ist sie ja da. Gut. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Haben wir was gelernt? Was haben wir denn hier? Ein Elixier. Juhu. Gibt es hier oben was einzusammeln? Vielleicht? Ist ihm vielleicht was aus dem Mund gefallen, als er hier reingeflogen ist? Aus dem Mund. Das ist ja eigentlich mehr ein Schnabel gewesen. Aber nein. Okay. Dann werden wir jetzt... Ich werde jetzt nochmal mit dem Mokri sprechen. Moknet. Okay, er sagt immer noch dasselbe. Ich dachte, vielleicht hätte er ja jetzt, während wir gekämpft hätten, einen Brief geschrieben. Moment mal, ich möchte da nochmal rein. Jetzt bin ich natürlich hier reingelaufen, ne? Ganz toll. Nein, sieh dann. Ganz raus. Ganz raus. Ganz raus und hier rein, bitte. Denn ich möchte wissen, ob ich hier was einsammeln kann. Nein. Okay. Ich kann hier nichts einsammeln. Auch gut. So, dann gehen wir jetzt mal nach rechts. Den Brunnen werden wir jetzt vorerst mal ignorieren. Noch ein Mokri. Moknet. Ah, ich habe einen Brief für dich. Einen Brief von Marissa. Vielen Dank, Kubo. Es scheint, als hätte Mokri Millen alles aufgebraucht, Kubo. Aber ohne es läuft das Moknet nicht. Das weiß doch jeder, Kubo. Aber ich will ehrlich sein. Auch ich habe es einmal verwendet, Kubo. Und ich kann daher nachfühlen, dass Mokri Millen so begeistert davon war und sich nicht beherrschen konnte. Aber trotzdem, Kubo. Jetzt verstehe ich auch, warum keine Briefe mehr ankommen, Kubo. Nimm das zum Dank, Kubo. Eine Kubo-Nuss. Dankeschön. So, hat jetzt vielleicht der andere Mokri einen Brief für mich? Hat er vielleicht in der Zwischenzeit jetzt einen geschrieben? Ich habe keine Ahnung, aber... Ich möchte es auch nicht auslassen. Also irgendwas ist wohl ausgegangen und es wurde zu viel benutzt, ne?
Und ich hatte es ja in der letzten Folge schon ein bisschen verraten. Oder was heißt ein bisschen verraten? Ich hab's verraten. Mognet. Okay, nein. Okay, alles klar. Ich wollte nur sicher gehen. Aber auch er hat keinen Brief für mich. Gut, aber wir haben eine Koponus. Die sollten wir dann demnächst wohl auch abgeben. Sehr gut, dass ich die in der letzten Folge abgegeben habe. Weil sonst hätten wir von ihm jetzt keine bekommen. Was war das? Ah, okay, aber hier ein Dunkelschweif erhalten. Ja, davon haben wir einige. So, wo kommen wir hier lang? Hä? Oh. Okay. Gaia-Kittel erhalten. Okay, den haben wir aber schon. Den haben wir schon, den Gaia-Kittel. Oh, was war das hier? Anschlag. Soweit ich weiß, muss man den Schalter zweimal nach unten legen. Zweimal. Also keine dreimal. Hä? Hat nicht in dem hinteren Haus gestanden. Es hat dreimal gedauert bis... Ah! Ah, okay. Gut, dann habe ich mich vertan. Dann werden wir ihn wahrscheinlich doch noch öfter bekämpfen. Oh, hier seid ihr sogar zu zweit. Wow. Ihr kommt euch sicherlich richtig stark vor, ne? Aber okay. Ich brauche von euch ja auch nichts mehr zu klauen. Und zu fressen brauche ich von euch ja auch nichts mehr. Deswegen werde ich direkt die Totalabwehr einsetzen. Und Vivi, du wirst deinen Eisradzauber einsetzen. Und... ja, jetzt rein theoretisch könnte ich ja jetzt auch wieder Haut den Lukas bei Freya auf die Waffe klatschen. Ich werde trotzdem nochmal den Regener-Effekt einsetzen. Ich bin so froh, wenn wir endlich die Möglichkeit haben, Autoregener zu lernen. Sehr gut. So, und dann könnt ihr echt draufhauen. Haut auf den Lukas. Okay. Sturzflug. Lasst nur Quina am Leben, das sage ich euch. Das ist sehr wichtig. Okay. Dann benutzen wir... zaubern wir mal mit Blitz. Mal gucken, wie effektiv das ist. Tornado, oh oh. Bitte, Queen, Vivi überlebt das, bitte. Oh, Vivi hat's überlebt, Quina aber nicht. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Nein! So wird Vivi das nicht überleben. Was? Vivi hat's aber überlebt? Okay. Vivi hat's überlebt. Vielleicht sollten wir mal Tornado zaubern mit Quina. Falls ich die beiden überhaupt wieder zum Leben bekomme. Oh, Zidane hat die Chance. Ist im Chance-Zustand. Quina. Zidane, du darfst natürlich jetzt alles einsetzen, was du hast. Ich glaube, so oft haben wir den auch noch gar nicht im Chance-Zustand gesehen. Das war noch gar nicht so oft. Ah, super, mit Freya brauche ich nicht mehr so viel zu tun. So, Zidane, Tricks. Jawohl. Benutzen wir Plan 9. Oh, das geht aber nur auf einen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Oh nein, Entschuldigung. Ach, das ist mit dem... Nein, nein. Warum ausgerechnet mein Vivi? Mega. Okay, und dasselbe darfst du dann nochmal mit diesem anderen Feuerdrachen einsetzen. Jetzt bekommen wir wie schon wieder keine Erfahrungspunkte. Tornado, die beiden sind jetzt sowieso weg. Freya und Quina. Und ich hoffe, dass sie dann jetzt ihn erledigen wird.
Ja gut, er wird dann halt die Erfahrungspunkte für sich alleine ergattern. Aber das hat er auch mit seiner Chance verdient. Bitte bekomm nur nicht so viel. Ich möchte nicht, dass so krasse, oh, shit. Okay, 36. Krabbelfresse-Karte, okay. Hat er jetzt gerade 2 Level-Ups bekommen? Er ist auf 39, oh nein. Ich wollte eigentlich nicht, dass da so große Abstände zwischen denen sind. Wenn man mal genauer hinsieht, dann hat sie dann genau 11 Level mehr als Vivi. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ach Gott, das sind ja alle kampfunfähig. Oh, es tut mir so leid. Ich bin ein schlechter Spieler. Oh, ich könnte hier auch Masidan heilen. Puh, okay. Okay, okay, okay. Weiter geht's. Ich würde dann sagen, wir gehen dann jetzt mal an den Brunnen. Hier kann ich nichts mehr einsammeln. Hey! Okay. So, dann gucken wir mal. Hä? Achso, hier. Natürlich. Hebel nach unten legen. Hebel nach unten legen. Hebel nach unten legen. Genau. Denn es hat 3-mal gedauert, bis es überhaupt reagiert hat, so wie wir das auf dem Zettel finden konnten. Zettel lesen konnten. Oder den Zettel, den wir gefunden haben, lesen konnten. Ihr könnt euch eine Variante aussuchen. Ah, ich kann nochmal hoch. Ich möchte dann auch nochmal hoch. Ah, ich kann sogar ganz hoch. Okay. So, hier gibt es aber Zufallskämpfe. Ich werde jetzt einfach mal so lange hin und her laufen, bis ich in einen Zufallskampf komme und werde euch dann nochmal hinzufügen. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Genau, gegen euch wollte ich auch nochmal kämpfen. Hallo ihr Lieben. Einen von euch werde ich ganz schnell erledigen, damit ihr mir nicht zum Verhängnis wird. Nee. Das ist nicht gut. Könnt ihr mal Vivi in Ruhe lassen? Warum müsst ihr immer auf die Kleinen gehen? Damit ihr euch dann selber mächtig fühlt? Das regt mich so ein bisschen auf hier, Mr. Wannabe Genie in the Bottle. Genau, Vivi. Teil du mal jetzt aus. Das gibt's doch nicht. Wie viel vertragen die denn? Vor allem, was mir jetzt auch erst auffällt, ist, der eine hat eine blaue Flamme, falls das eine Flamme darstellen soll, und der andere eine rote. Also ist er für Frost zuständig und der andere für Feuer? Kann das sein? Dann hätte ich ja erstmal den mit dem roten erledigen sollen. Ich hoffe nur, dass Quina gleich auftaucht, damit sie versuchen kann, diesen Todesabten zu fressen. Nicht gut, denn sie dann wird jetzt gleich vermutlich kampfunfähig. Ja, dachte es mir doch. Gut, dann wird Quina jetzt versuchen, diesen Todesabten zu fressen. Freya benutzt eine Phönixfeder für sie dann. Ja. Naja gut, wir haben ja, ich wollte gerade sagen, einen Countdown von 10. So, Quina. Senfbombe gelernt! Nice! Cool, wir konnten tatsächlich einen fressen. Das freut mich aber. Und sie dann bekommt keine Erfahrungspunkte. Auch das ist toll. So, Freya hat Konter erlernt. Komm, Vivi, du musst aufleveln. Ja, ist schon fertig. Okay.
So, Moment, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar hat Freya Konter gelernt, dann können wir jetzt eine andere Fußkette anlegen oder einen Schuh anlegen, einen Stiefel, nee. Haha, Elfenohrringe können wir anlegen. Den Schwarzgurt. Schwarzgurt ist toll. HP plus 20%. Das ist doch gut. Das ist doch toll. Gut, dann werde ich euch nochmal hinzufügen zum nächsten Kampf. Ich suche hier nämlich noch einen Gegner. So, Leute. Ich habe hier noch einen Weg. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Den habe ich euch ja voll vorenthalten. Aha. Oh, hier haben wir eine Kiste. Goldcaption. Okay, wir hatten vorher den Rotcaption, aber Goldcaption ist uns neu. Wo ist denn unser tolles Goldcaption? Immer, Regina. Leute, ich hatte doch noch eben die Rede davon. Perfekt. Goldcaption wird angelegt. Und sie dann? Ist mir egal, was du hier jetzt ablegst. Ability Up kann man ablegen. Felsenfest kann man ablegen. Ist mir egal. Du wirst immer Regina. Ach Gott, ich brauche 10, okay. Du wirst immer Regina sofort einsetzen. Gut, dann wird Adrenalin noch weggenommen. Es ist mir egal. Es gibt nichts Geileres wie immer Hast und immer Regina. Yay, super. Ich kann es kaum erwarten, bis... Oh mein Gott, bis wir das alle gelernt haben. Das wird so toll. Okay. Gut, komme ich hier irgendwo hin? Kann ich hier irgendwas aufsammeln? Das hier sieht sehr kaputt aus. Aber okay, hier ging es vermutlich wirklich nur um... Das Goldcaption. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Ist mir so egal. Gott sei Dank. Denn eigentlich wollte ich hier oben nach Kämpfen suchen. Und bin dann hier an dem Brunnen gewesen und dachte, oh, ich probiere mal hier an dem Hebel, ob ich hier was machen kann. Und dann sehe ich hier das Ausrufezeichen und tada. Ich kam hier hoch. Ich hatte das total vergessen. Oder mir nicht gemerkt. Keine Ahnung. Aber es ist ja alles nochmal gut gegangen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Kampf. So, ich habe jetzt keine anderen Gegner finden können, außer diese Todesabte. Was sehr seltsam ist, denn ich habe hier einen Gegner stehen. Seltsamerweise nur einen. Und zwar, dass ich von dem hier was fressen kann. Und ich habe aber niemanden getroffen. Und was auch seltsam ist, diesen Todesabt hatte ich mir noch nicht mal aufgeschrieben, dass ich den fressen soll. Denn ich habe hier draufstehen Kracher und Vermytra? Spricht man das so aus? Dass ich die fressen soll? Ich habe niemanden von den beiden hier gesehen. Deswegen, also da darf mich gerne jemand aufklären. Hier passiert doch gleich was. Ja, danke. Darauf hatte ich gewartet. Und den im Haus hatte ich total vergessen. Ich hatte nur noch den hier unten im Brunnen in Erinnerung und den ersten. Und das hier sind sogar auch zwei. Auch das soll mir recht sein, kein Problem. Denn wir hauen alle erstmal auf einen drauf. Außer Vivi, er darf auf beide draufschlagen. Blitzerer war, glaube ich, sehr effektiv gewesen. So, hier kommt nochmal die Vakuumwelle. Nicht gut, glaube ich zumindest. Freya, du solltest mal deinen Regener-Zauber aussprechen. Oh nein, Tornado ist nicht gut. Ich glaube, Vivi und Quina werden das nicht überleben. Ja, oh super, Freya ist im Trance-Zustand. Das ist gut, das ist eigentlich ganz okay. Sehr gut. Freya, dein Regener-Effekt. Und dann gehst du bitte hoch. Falls sie dazu kommt. Konter, sehr gut, sie dann.
Was macht der andere jetzt? Sturzflug? Okay, kein Problem. Solange Freya das überlebt. So, Freya, und jetzt nichts wie hoch mit dir. Okay, sieh dann. Der Rest bleibt bei dir. So, hier kommt die Vakuumwelle. Freya, ich hoffe, bei dir oben ist alles in Ordnung. Du darfst gerne auch loslegen. Okay, ich hatte mir da ein bisschen mehr erhofft. Meine Schuld. So, aber einer ist schon mal weniger. So, und dann benutzen wir ein Item für Quina. Okay, vielleicht, wenn nur noch einer da ist, vielleicht teilt sie dann mehr Schaden aus. So, ich kann nur hoffen, dass er jetzt Quina in Ruhe lässt. Das tut er natürlich nicht. Gut, wir werfen einfach noch eine Phönixfeder für Quina. Obwohl Vivi eigentlich Vorrang hätte. Und Freya ist auch wieder bei uns. Okay, Freya, du solltest aber hochgehen. Warum hast du dich denn eigentlich nicht geheilt, als du oben warst? Ich dachte, wenn du oben wärst, würde der Regeneffekt auch weitergehen. Das ist natürlich blöd. Sturzflug, das ging daneben, sehr gut. Quina, hier ist ein Elixier für dich. So, und eine Phönixfeder für Vivi. So, Quina, dir dürfte so schnell nichts passieren. 2112, nicht schlecht. Und sie hat noch die schwache Waffe ausgerüstet, damit sie Drachenviper lernt. Quina, du darfst dann draufhauen. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Doch, ich bereue es natürlich. Wie soll es denn auch sonst sein? So, dann brauchen wir eine weitere Phönixfeder für Vivi. Sieh dann, du darfst dann auch direkt ein Elixier an Vivi geben. Sobald Vivi nochmal kampffähig wird. Was er jetzt nun auch ist. So, Quina, du darfst dann angreifen. Das gibt es doch nicht! Oh Mann, das regt mich so auf. Hoffentlich wirft jetzt niemand ein Elixier. Ich weiß nicht, wer das Elixier werfen wollte. Quina oder Freya? Scheiße. Sie dann wirft's. Och Mann, regt mich das auf. Der hat eigentlich voll den Tod verdient, ey. Mit seinem Mist. Was? Zidane ist schon wieder im Trance-Zustand? Ja, dann wirf mal in deinem Trance-Zustand eine Phönixfeder. Das hier ist echt zum Heulen. So, Quina, du darfst kochen. Hoffentlich verreckt der. Ihn richtig anheizen wie ein Backofen. Jetzt stirbt Vivi. Ich flippe hier noch aus. Kann doch nicht so schwer sein, Vivi am Leben zu lassen. Komm, verbrutzelt den so richtig. Der hat's verdient. Mann. Tut mir so leid, aber es regt mich gerade so auf. So, und Zidane ist vermutlich jetzt schon auf Level 40. Na, bravo. Echt super. Und Quina, leistet ihm Gesellschaft dabei. Wir haben eine neue Karte, die Krabbelfresse. Wir haben zwei Äther erhalten, immerhin. So, kann ich hier was aufsammeln? Was ist das hier? Achso. Ja, nee. Danke. Nein, 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 nein. Oh nein, komme ich jetzt in den Bosskampf? Das wollte ich vermeiden. Sieh dann, da unten ist Aiko. Auch Kuya und die Schwarzmagier aus dem Dorf sind alle da. Ja, ich kann Kuya sehen, ich kann Aiko sehen. Ich kann Son und Zon sehen. Aber die Schwarzmagier sehe ich jetzt nicht. Aiko, ist das so etwas wie eine
Extraktionskreis? Ja, vermutlich dasselbe, was sie damals bei Lilly gemacht haben. Erwachet aus eurem ewigen, wahrscheinlichen Schlaf. Tretet in die Freiheit. Empfangt das Licht. Die Zeit ist gekommen. Ach, ey. Da soll man mal keine Angst bekommen. Lilly, was machst du denn hier? Sie hat gerade ein Flashback, oder? Warte. Wir alle können dich verstehen, also überlass das hier einfach uns. Auf geht's. Okay, können wir vorher bitte noch zu einem Mokri? Oh nein. Ah, jetzt sehe ich auch die Schwarzmagier. Zwei Stück. Eigenartig, sag ich. Höchst eigenartig, sag ich. Schon wieder ein Fehlschlag, sag ich. Hast du vielleicht was falsch gemacht, frage ich. Ich? Ich habe doch nichts falsch gemacht, sag ich. Wenn hier einer was falsch gemacht hat, dann du, sag ich. Ich habe doch nichts falsch gemacht, sag ich. Du lügst mich auch nicht an, frage ich. Wenn hier einer lügt, dann du, sag ich. Halte doch bitte die Klappe. Seid so gut. Er ist schuld, sag ich. Er ist schuld, sag ich. Son ist schuld, dass das nicht funktioniert hat, sag ich. Haltet doch endlich eure verdammte Klappe. Eure jämmerlichen Ausreden interessieren mich nicht. Ohne Zweifel spüre ich von diesem Mädchen eine mächtige Kraft ausgehen. Tretet mir erst wieder unter die Augen, wen die Extraktion erfolgreich war. Aber wenn wir weitermachen, dann wird sie das wohl nicht überleben, sag ich. Eigentlich kann man die Bestia-Extraktion nicht vor dem 16. Lebensjahr durchführen, sag ich. Ihr beiden begreift es einfach nicht, oder? Ich muss mir, koste es, was es wolle, eine Bestia untertan machen, die Alexander noch an Macht übertrifft. Eine Bestia, der selbst dieser Galant nichts entgegenzusetzen hat. Diesen Kreis zu unterschätzen wäre töricht. Mit meinen jetzigen Kräften bin ich kein Gegner für ihn. Bevor sich der Vorhang für Terras wunderbares Schauspiel öffnet, muss ich mich seiner entledigen, sonst war meine Existenz nichtig. Glaubt ihr also wirklich, es interessiert mich, ob die Kleine das überlebt oder nicht? Macht auf der Stelle weiter. Kubo? Wo kommt das denn auf einmal her, frag ich. Verschwinde, du garstiges Biest, sag ich. Herr? Kubo? Und? War die Extraktion erfolgreich? Kubo? Dieser kleine Mokri, der sich unter ihrem Kleid verkrochen hatte, wegen dem hat es bisher nicht funktioniert, sag ich. Ja, genau, die Anwesenheit von zwei Auren hat uns verwirrt, sag ich. Dann bringt diesen kleinen Störenfried um. Wir haben schon genug Zeit wegen ihm verloren. Kubo? Mogu. Nein, Mogu, versteck dich schnell hinter Aiko. Mogu, was hast du? Aiko, ich danke dir für alles. Mogu? Was? Hab keine Angst, Kubo. Ich werde immer bei dir sein, Kubo. Mogu! Hier vielleicht? Mogu? Jetzt bist du dran, sag ich. Im Leben nicht. Sprich den Terra. Oh, Entschuldigung. Ich versuch's, Mogu. Der Text ging automatisch weg. Terra Homing, okay. Ah, ja. Boah, der ist bestimmt sehr mächtig.
Nice. Ich wollte in deiner Nähe sein, Aiko. Deswegen verlieh ich mir das Aussehen von Mugu. Aber sei unbesorgt, Kupo. Ich werde dir immer Schutz gewähren, Aiko. Ich wollte nicht in einen Bosskampf kommen. Habe ich das schon erwähnt? Aiko, bist du okay? Aiko geht's gut. Aber Mugu hat Aiko beschützt? Das wusste ich nicht, dass Mugu eine Bestie war. Sie nahm die Gestalt eines Mokris an und hat Aiko die ganze Zeit beschützt. Ich dachte immer, Mugu sei ein kleiner, hilfloser Angsthase. Aber sie hat Aiko beschützt und für Aiko gekämpft. Wer hätte das gedacht? Oh, das ist die Schleife, die sie ihm angelegt hat. Mugus Schleife. Mugu. Haarband erhalten. Kopf hoch, Aiko. Mugu wird immer bei dir sein. Ich weiß. Das fasse ich nicht. Hat die Seele dieses Mukris da eben eine Chance durchgemacht? Kuya. Eine Situation, gegen die sich jedes einzelne Haar des Körpers sträubt. Ein emotionaler Ausbruch. Wirft einen dies etwa in den Zustand der Chance? Wenn man also mit dem Rücken an der Wand steht, nur noch der Wille zu überleben das ganze Denken beherrscht oder man das Bedürfnis verbrüht, andere zu beschützen? Was faselst du da für einen Wirren? Heißt das also, wenn die Stärke der Seele allen anderen Seelen überlegen ist, soll man diese nehmen, selbst wenn es eine Fremde ist? Nein, warte. Ja, es gibt sie tatsächlich. Dort, ja. Was genau hast du eigentlich vor? Euch Narren brauche ich nicht mehr. Warte. Vivi, pass auf. Ich danke. Die Zwillinge reichen, um euch zu besiegen. Ich denke, hat er gestanden. Entschuldigung. Ich danke, ja. Ich danke auch. Naja, es sind nicht mehr ganz die Alten, aber... Aber... Warte, was ist mit den Schwarzmagiern aus dem Dorf? Vivi. Nicht Vivi, alleine ist es zu gefährlich. Sieh dann, irgendwas stimmt hier nicht. Ich dachte, die wären tot. Ja, nicht ganz. Okay, wen habe ich jetzt genau noch mitten in der Truppe dabei? Okay. Ihr zwei seht echt ekelhaft aus. Wenn man das so sagen darf. Okay. Klauen. Damit seid ihr auch infiziert. Infiziert mit was denn? Ich werde mal Regina einsetzen. Und eine Phönixfeder für Aiko. Toxinstaub. Dann werde ich nochmal klauen. Was ist mit Freya los? Ist sie im Stoppzustand? Diebstahl fehlgeschlagen, super. Regina. Aiko. Blaumagie ist, glaube ich, auch nicht so ganz verkehrt, indem wir, Himmelswind einsetzen. Sieh dann, du klaust bitte weiterhin. Fettisch. Ach je. So, hier kommt der Himmelswind. Ich brauche was. Ich probiere das mal mit dem Allheilmittel. Für Freya. Diebstahl fehlgeschlagen. Nicht so toll. Was war denn Engelspeise? Okay. Verschwinden. Hammer.
Erteilt Glut, Reinkarnat. Erteilt bei Kampfunfähigkeit Engel. Okay. Tornado wollte ich aber mal ausprobieren. So, wir werden klauen. Freya, du benutzt den Regener-Effekt. Zauber. Du benutzt Vitra für Quina. So, wie effektiv ist das? Oh, 2970, nicht schlecht. Oh, sie dann steht still. Das ist nicht gut. Sie dann sollte nicht still stehen bleiben. Denn wir brauchen jemanden, der hier fleißig klaut. So, und Freya, du springst mal bitte hoch in die Lüfte. So. Sieh dann, du musst da rauskommen. Sehr gut. Aiko, du benutzt Regina auf Quina. Sieh dann, du wirst weiterhin klauen. Nein, Aiko. Gut, dann brauchen wir eine Phönixfeder für Aiko. Oh, nicht schlecht, Freya. Nicht schlecht. Goldkäppchen geklaut, sehr gut. So, weiterhin. Du darfst nochmal hochspringen. Fittig. Kein Problem. So, wir benutzen Vitra für dich, Aiko. Diebstahl fehlgeschlagen, das bedeutet, er hat noch ein Item. Den wirst du dann auch noch klauen, sie dann. Nicht schlecht. Und sie hat immer noch, also sie hat nicht ihren stärksten Stab ausgerüstet. Genau darauf habe ich gewartet. Allheilmittel für Quina, Diebstahl fehlgeschlagen. Das ist schade. So. Was haben wir denn noch? Was war denn Kürbisfalle nochmal? Max HP minus aktuelle HP gleich Schadensgröße. Okay. Sollten wir mal vielleicht probieren. Diebstahl fehlgeschlagen. Das ist der Speer. So, Regina. Sie dann klauen. Okay. Aber er war nicht immun dagegen. Das ist doch schon mal viel wert. So, Kugelblitz hatten wir uns, glaube ich, auch noch nicht angesehen. Verfehlt. Ah, sie hat schon Regener. Diebstahl fehlgeschlagen. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Du wirst trotzdem weiterhin versuchen, ihn zu bestehlen. Die beiden. Bio. Das gibt's doch nicht, echt. Okay, Phönixfeder für Aiko. Kugelblitz. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann mich an diese Attacke gar nicht mehr so erinnern. Ich kann mich eigentlich an vieles nicht mehr so genau erinnern. Cool. Also die Animation ist mal gar nicht so schlecht, aber verfehlt. Pass auf, jetzt habe ich noch nicht mal richtig gelesen. Denn was bringt Kugelblitz? Einzelvisier. Fügt neutral elementaren Schaden zu. Okay, Quina-Pfeil. Senkt HP des Zielobjekts auf 1. Ja, das wird nicht passieren. Gut, dann würde ich sagen, zauber mal den Nasshauch. Sieh dann, du wirst weiterhin klauen. Und Aiko, du wirst dich bitte mit Vitra heilen. Und Freya, du darfst nochmal hochspringen. Verfehlt, das gibt's doch nicht. Alle Zauber. Diebstahl fehlgeschlagen. Das nervt mich auch ein bisschen. Super. Und Aiko darf ständig den Löffel abgeben. Naja, solange Quina die Gabel hält. Kleiner Witz, hahaha. Sieh dann bitte. Besteht ihn doch jetzt. So,
das Ganze noch einmal. Okay. Diebstahl fehlgeschlagen. Das gibt es doch nicht. Also er führt noch ein drittes Item mit sich. Ich bin ja froh, dass wir das Goldkäppchen haben. Für immer Regina zu lernen. Aber ich hätte gerne noch das dritte Item. Was hat er noch? Okay. Oh nein, 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 nein. Immer diese automatische Funktion hier bei der PlayStation 4 Vision ist fürchterlich. Hätte man das nicht auf eine andere Taste einbauen können? Dass es immer auf der Schultertaste sein muss, weil ich komme da oft aus Versehen dran. Aber wer dieses Let's Play schon länger verfolgt, der wird das schon gewusst haben. Ich wollte es nur noch mal betonen, falls jetzt irgendjemand Neues gerade auf diesen Part hier stößt und sich ganz genau diesen Kampf hier ansieht, damit ausgerechnet er oder sie Bescheid weiß. So, sie dann. Oh nein, Allheilmittel brauchen wir für Freya. Und Aiko, du brauchst unbedingt... Weißt du was, ich gebe dir jetzt ein Elixier. Weil mit deinem Vitra kommen wir jetzt auch nicht weit. Super. Oh, das ist gut. Nervt mich so übelst. Immer auf die Kleinen, das nervt mich. Gerade die, wo leveln müssen, die macht er als erstes kaputt. Dann macht, oh. Oh, da könnte ich was an mich kriegen. Super. Ganz toll. Hier eine Phönixfeder für Quina. Weißt du was? Wir rufen jetzt mal eine Bestia. Phönix. Fügt Gegnern Hitzenschaden zu und kuriert Kampfunfähigkeit. Oh, Entschuldigung, ich musste niesen. Nein. Was macht ihr denn da? Hä? Nein, ihr müsst die anderen heilen. Oh, da bist du einmal am Niesen und dann hast du schon die komplette Kontrolle verloren. So, bitte wirft beide eure Phönixfedern. So, Quina ist nochmal im Rennen. Aiko, was ist mit dir? Toxinstaub. Okay, da haben wir aber Allheilmittel für Freya. Aiko. Setz einfach deinen normalen Standardangriff durch. Genau dasselbe gilt für dich. Und Freya, du darfst springen. Ah, oder... Gut, dann fall halt um, wenn dir das lieber ist. Ich will ihn trotzdem noch beklauen. Ich möchte trotzdem noch wissen, welches Item er mit sich führt. Dass wir so lange an diesem Gegner hier sitzen, das nervt mich auch. Oh. Leute, wisst ihr was? Ich werde euch einfach wieder hinzufügen, wenn ich das Item geklaut habe. Nein! Nein! Sidan hat gekontert. Na super. Ach du Gott. Okay, niemand erhält Erfahrungspunkte. Ja, das ist von mir aus. Ja, finde ich ganz toll. Oh, tut mir so leid. Ich hätte jetzt gerne noch gewusst, welches dritte Item das gewesen wäre.
Ich werde das mal eventuell nachschlagen und euch das dann in der nächsten Folge erklären. Euch mitgeben erklären, genau. Vivi, wo ist Kuya? Ist er etwa abgehauen? Vivi? Sie folgten ihm alle, obwohl ihnen irgendwo wohl klar war, dass er sie nur benutzen würde. Und dann sagte er ihnen, selbst wenn er wollte, er könnte ihre Lebensspanne nicht verlängern. Kuya, dieser Mistkerl. Was bildet er sich ein? Entschuldige. Wir waren solche Narren. Ihr könnt nichts dafür. Wo sind die anderen Schwarzmagier? Alle sind am Boden zerstört. Sie sind dort drüben. Sieh dann! Was soll ich ihnen denn so in so einer Situation nur sagen? Vivi. Ja, ich glaube, da kannst du denen nichts sagen, Vivi. Es tut mir wirklich leid. Hey, hey, Vivi, wohin gehst du? Ich... Das Einzige, was ich jetzt für sie tun kann, ist einfach nur bei ihnen zu sein. War das so ein richtiger Herzkäfer, ne? Dafür krieg ich dich dran, Kuya. Ist dort jemand? Hä? Welche Frau ist das denn? Wer seid ihr und wo ist dieser Kuya? Der hat sich aus dem Staub gemacht. Habt ihr ihn vertrieben? Ich danke euch. Ihr seid doch Prinzessin Goynette? Ja, für wahr. Ihr seid es. Es ist ja schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre, seit ich euch das letzte Mal begegnet bin und wie groß ihr seitdem geworden seid. Aber warum seid ihr eigentlich hier? Wer ist diese Frau? Kennt ihr euch etwa? Ja, vermutlich sie dann. Quark! Meine über alles geliebte Frau Quark, Hilda! Endlich habe ich dich wieder, Quark! Ach, das ist Hilda? Ich hab's nicht mehr gewusst. Ich kann mich nicht erinnern, mit einem Frosch verheiratet zu sein. Ich bin's doch, dein Zitquark! Dieser Bart? Ja, du bist es wirklich. Hilda, ich will, dass du wieder mit mir in das Schloss zurückkehrst, Quark. Und vielleicht könntest du mich dann ja wieder zurückverwandeln, Quark. Dein geliebtes Luftschiff hat Kuya aber wohl mitgenommen. Ganz egal, Quark. Solange es dir gut geht, was kümmert mich da das Schiff, Quark? Oh, Sid. Sag mal, kennst du etwa Kuya? Alko hasst Kuya. Wenn du was weißt, dann sag es uns bitte. Schön, wenn wir wieder in Lindblum sind, dann werde ich euch alles sagen, was ich weiß. Hat Kuya dich auch nicht angefasst, Quark? Seine Taten kann man zwar nicht verzeihen, aber er scheint zumindest ein Gentleman zu sein. Auch wenn er wie ein Wasserfall redet. Was soll das heißen, Quark? Nicht, dass ich ihm auch nur eine Frage gestellt hätte, aber er hat einfach von sich aus geredet und geredet. Ja, solche Leute kenne ich. Ich habe davon einige bei mir auf der Arbeit rumlaufen. Die reden auch permanent, ohne dass du überhaupt irgendein Wort mit denen geredet hast. Ja, das sind wie so Hühner. Wie so aufgescheuchte Hühner. Es war teilweise wirklich anstrengend, ihm zuzuhören. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber die Dinge, die er sagte, waren furchteinflößend. Zum Beispiel? Er schwärmte davon, dass er nicht von dieser Welt sei und sie nur benutze, um grenzenlose Macht zu erhalten. Und dazu benötigte er wohl die Hildegard 1. Ich werde sie dann und die anderen über all dies unterrichten müssen, Quark. Zumindest galt seine Aufmerksamkeit nicht in erster Linie mir. Er schien mir wie ein wahrer Narzisst, der sich über alles liebt. Aber wenigstens niemand, der einen Seitensprung wagt. Huch, das kam jetzt etwas unerwartet und hart, Quark. Aber sie war ehrlich. Was das betrifft, so bereue ich es wirklich, Quark. Gerade deswegen nahm ich all die Gefahren auf mich, um dich zu retten, Quark. Ich weiß nicht.
Was das betrifft, so bereue ich das bei einem Seitensprung. Ich kann da nicht mitreden. Ich habe diese Erfahrung nie gesammelt. Ich bin selber noch nie fremdgegangen. Aber, wenn du im Kopf schon so weit denkst, dann gehst du ja eigentlich schon gedanklich fremd. Ja? Und man überlegt ja schon vorher, was man da eigentlich tut. Ja? Und dann hast du das gemacht und hattest da jetzt deinen Spaß für was weiß ich wie lange. Und dann willst du mir sagen, oh nee, ich hab's bereut. Ja, aber warum bereust du das? Bereust du das jetzt, weil du jetzt, du wusstest ja schon vorher, dass es ein Fehler war. Bereust du das nur, weil du erwischt wurdest? Oder weil du, als du den Seitensprung begangen hast, war das vielleicht nicht so toll und bereust es deswegen? Oder deswegen, nee, tut mir leid, also, nee. Lügen haben kurze Schenkel. Ja, in der Tat. Du bist doch sicherlich nur gekommen, um die Hildegard 1 zurückzuholen. Das stimmt nicht, Quark. Du stehst wie immer an erster Stelle, Quark. Ich möchte wieder ein Mensch sein und ich habe von dem Gequake und dem Gezirpe genug, Quark. Verzeih mir bitte, ich werde nie wieder untreu sein, Quark. Ich würde es dir nicht glauben. Kann ich deinen Worten wirklich vertrauen? Ich schwöre es, Quark. Du bist die Einzige für mich, Quark. Nun gut, dann will ich dir glauben und die Verwünschung rückgängig machen. So küsse den Frosch. Aber das nächste Mal wirst du mir nicht nur als Juckzirpe davonkommen. Ich weiß, Quark. Ja, da hat sie auch recht. Ich würde dich in einen Backstein verwandeln. Vielleicht sollte ich dich dann in eine Ekelquappe. Alles nur nicht das, Quark. Aber jetzt mach bitte schnell. Schon gut, schon gut. Puh. Endlich wieder ein Mensch, Quark. Jetzt kann ich mich endlich an den Bau der Hildegard 3 machen, Zirp. Ja, ups, genau. Wohl die Macht der Gewohnheit. Sid. Verzeih mir, Hilda. Oh. Aber dennoch, er war untreu. Ich hätte ihn, glaube ich, auch in eine Juckzirpe verwandelt. Naja, gut, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Tschüss.